Ist sie jetzt beleidigt? Nee, oder? Was haben wir denn da? Marmelade. Brotdose. Genau wie ich es mir dachte. Ein Funkgerät. Hallo? Hört mich jemand? Dwayne, hier ist George. George Stobbart. Heiliges Blech! George! Genau der Kerl, den ich brauche! Wie geht es Ihnen, Kumpel? Alles bestens, Dwayne. Und keine Sorge, ich hole Sie da im Handumdrehen raus. Glauben Sie, Sie kriegen die Seilbahn wieder in Gang? Nein, die Steuerkonsole funktioniert nicht richtig. Keine Ahnung, wieso nicht. George, hier spricht Pearl. Lassen Sie sich von Kat helfen. Sie weiß alles über diese Seilbahn. Kat? Die Seilbahnführerin. Ich bin sicher, sie ist irgendwo da drin. Suchen Sie sie. Ja gut, dann würde ich sagen, dann suchen wir sie mal. Gucken wir mal hier hinten nach. Was haben wir hier? Ein Schrank. Für mich ist das eine normale Türe, aber okay. Gucken wir mal. Es gab kein Schloss, aber die Tür ließ sich nicht öffnen. Gehen Sie weg! Hallo? George, da ist jemand drin. Alles in Ordnung da drinnen? Gehen Sie einfach weg! Hallo, ich bin's, der George. Kat? Bitte, wir wollen Ihnen nichts tun. Wollen Sie nicht rauskommen? Ich bleibe genau hier, bis ich weiß, dass es da draußen sicher ist. Ja, aber hier draußen ist es doch sicher. Kat? Bitte, wir wollen Ihnen nichts tun. Wollen Sie nicht rauskommen? Ich bleibe genau hier, bis ich weiß, dass es da draußen sicher ist. Okay, so kommen wir nicht weiter. Funkgerät, bitteschön. Kat? Ich habe hier eine Freundin für Sie. Woher kennen Sie meinen Namen? Pearl? Wie kommst du denn hierher? Das ist doch unmöglich. Hör zu, Schätzchen, ich bin es wirklich. Aber ich spreche über Funk. Also George, hier ist ein anständiger Kerl und du solltest die Tür aufmachen. Darauf falle ich nicht rein. Wer weiß mir, dass du es bist? Na gut, du erinnerst dich doch, dass wir zufällig beide Musicals lieben, oder? Ja, und welches ist mein Lieblingslied? Warte, wie geht es? Hilf mir mal. I am the very model of a modern major general. Of information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and I quote the facts historical. From Marathon to Waterloo in order categorical. I'm very good at integral and differential calculus. I know the scientific names of beings animalculous. In short, in med is vegetable, animal, and mineral. I am the very model of a modern major general. Na schön, das kann nur Pearl wissen und der vertraue ich. Wer sind Sie? Ich bin George und das hier ist Nico. Wie sind Sie im Wandschrank gelandet? Da waren ein paar Typen mit Knarren, die haben die ganze Station besetzt. Ich habe mich da drin versteckt. Denen möchten wir auch aus dem Weg gehen. Hat mich voll überrascht. Von Knarren war beim Vorstellungsgespräch nämlich nie die Rede. Echt nicht? Sowas? Hören Sie, wir müssen die Seilbahn benutzen. Können Sie sie steuern? Könnte ich, wenn es das Steuerpult täte. Aber das haben sie sabotiert. Und man kann es nicht wieder in Betrieb nehmen? Mal sehen. Doch, das wäre möglich. Sehen Sie die durchgebrannte Sicherung da unten? Da hinten, bei den Kontakten? Ja, die Idioten haben da einen Schraubenschlüssel reingesteckt und die Sicherung flog raus. Sie wollten dafür sorgen, dass niemand mehr die Seilbahn benutzen kann. Überbrücken Sie irgendwie diese beiden Kontakte, dann sollte das Steuerpult neu starten. Wie zur Hölle sollen wir denn da rankommen? Keine Ahnung, aber stecken Sie bloß nicht Ihren Arm da rein. Sie würden geröstet. So, endlich darf ich auch wieder was sagen. Jetzt spielen wir mal ein bisschen MacGyver. Das ist ja alles kein Problem. Fangen wir an. Wir haben hier eine Büroklammer. Die Büroklammer mit der Marmelade kombinieren, dann ist sie ja... Naja, ich hatte schon merkwürdigere Sachen getan in meinem Leben.
Die Büroklammer war jetzt ganz klebrig. Ja, dann passt das. Na, und sie leitet ja. So, jetzt muss ich erstmal was gucken hier. Ich konnte das kleine Krabbelviech darin herumrascheln hören. Okay, jetzt kombinieren wir das mit das. Und haben... Ich klebte die Büroklammer auf Trevors Rücken. Jetzt könnte sie sich glatt als Sekretärin bewerben. Jawohl, jetzt hat die Kakerlake auch noch einen Namen bekommen. Perfekt. Gehen wir wieder zur Luke. Nehmen Trevor. Wo ist er denn? Trevor. Und packen den mal hier auf die volle Front. Zeit für Trevors Einsatz. Ich stellte ihre Streichholzschachtel hin. Komm, mein kleiner Freund, komm raus. So, wir haben ja hier noch ein bisschen Keks gedönt und dann würde ich sagen, auf den Kneifer. Komm, jetzt los, geht er ab. Trevor, los! Yeah, lauf, mein kleiner Freund, lauf. Oh, guck mal, wie der läuft. Yeah! Oh, super, Freund, komm zurück. Die arme Trevor sah aus, als brauche sie eine Therapie. Aber das Steuerpult funktionierte wieder. Das Steuerpult! Es funktioniert! Toll! Ich kann Sie da runterschicken, wenn Sie wollen. Lassen Sie mich nur kurz die Kabine hochholen. Pearl und Wayne werden sehr erleichtert sein. Oh, die sind wohl mit der anderen Kabine runtergefahren. Komm, Nico, wir haben keine Zeit zu verlieren. Als wir uns dem Gesicht im Fels näherten, wusste ich, wir waren auf der richtigen Spur. Das war eindeutig dasselbe Gesicht wie auf dem Gemälde. Mit einem einzigen Unterschied. An der Felsformation fehlte das Symbol der Tabula. So, da wären wir. Aber wie kommen wir zu dem Gesicht? Laufen! Schauen wir uns mal um. Es muss seinen Weg hochgeben. Okay, schauen wir uns um. Was haben wir hier? Da, Tür zur Kapelle. Was haben wir hier unten an der Türe? An der Tür hing ein Hochsicherheitsbügelschloss. Da kam ich auf gar keinen Fall durch. Warum denn nicht? Musst du mal ausprobieren. Da ist die Kapelle. Die Kapelle schien direkt in die Felswand gebaut zu sein. Okay, und hier ist nochmal das Gesicht. Es muss da einen Weg zu diesem Felsengesicht hochgeben. Auf jeden Fall, gehen wir mal hier rein. George, sieht aus, als hätte man die Kapelle direkt in den Fels gebaut. Du hast recht. Lass uns mal reinschauen. Ich überlege gerade, was meinst du, wie alt ist die Kapelle? Ich schätze, das Äußere ist ein paar Jahrhunderte alt, aber das Innere, wer weiß. Manche Teile könnten viel älter sein. Glaubst du, diese Kapelle könnte etwas mit dem Felsengesicht zu tun haben? Ich würde mal raten, ja. Was haben wir denn da? Hey, sieh mal, da sind Pearl und Dwayne. Komm schon, Muckel, ist doch nicht so schlimm. Du verstehst das einfach nicht. Der ganze Tag ist ein Desaster. Aber... Das Kloster war zu. Die Gondel blieb stecken. Und jetzt ist das hier eine Baustelle. Schnurzelchen. Das sollte der spirituelle Höhepunkt unserer Reise sein, Dwayne. Eine spirituelle Erfahrung. Der einzige Spiritus hier ist das olle Terpentin da. Ach, Mann. Der Urlaub der Hendersons lief offensichtlich gar nicht gut. So, jetzt können wir auch wieder was machen. Holzspäne. Holzspäne. Hier musste wirklich dringend mal eine Putzfrau durch. Das riecht exotisch. So, dann gucken wir erstmal nach.
Warum nimmst du den... Ah, jetzt. Meine Mutter sagte immer, Sauberkeit kommt gleich nach Gottesfurcht. So, was haben wir denn hier noch? Eine Kurbel? Ich würde sagen, gehen wir einfach mal rum. Hallo! Pearl! Psst, sie möchte nicht gestört werden. Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Henderson. Auch schön, Sie zu sehen, George. Haben Sie prima gemacht, das mit der Seilbahn. Was ist mit Pearl? Ich wünschte, fürchte, es ist einer von den Tagen, an denen alles schief geht. Wem sagen Sie das? Ja, schön, euch wiederzusehen. Erzählt uns doch mal was. Was haben Sie getrieben seit unserem Treffen in Caramonte? Naja, da war die kleine Episode in Rom. Aber kein Wort darüber. Sie wissen warum, George. Ach ja? Ich meine, ach ja. Warum? Streng geheim. Nichts für Außenstehende, Nico. Duane ist ein, Döser. Ach, du meinst, ein Schläfer? Nein, nein, Süße. Ein Döser liegt mindestens 2 Gehaltsstufen über einem Schläfer. Hab ich gehört. Wie auch immer, ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen, Miss, Nicole Collard. Nennen Sie mich Nico. Wie finde ich denn das? Das ist also die schöne Nico. Kein Wunder, dass Sie sie von mir versteckt haben, Georgie Boy. Meine Güte, nein, ich... Nett, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Henderson. George hat mir so viel von Ihnen erzählt. Nennen Sie mich Duane, meine Liebe. Und ich darf Ihnen versichern, alles, was Sie gehört haben, ist vermutlich wahr. Duane war laut, beleibt und kurzsichtig. Aber Mann, was für ein Charmeur. Können wir für Pearl irgendwas tun? Das will ich doch sehr hoffen, George. Wir haben diese Reise jahrelang geplant und recherchiert. Unsere kleine Pilgerfahrt. Und die Kapelle Santa Cova hier war das Sahnehäubchen. Es gibt nichts, was sie über diesen Ort nicht weiß. Die Madonna bla bla bla, erbaut im Jahr bla blubber. Sie ist wie eine wandelnde Enzyklopädie der Santa Cova. Oder jetzt eher eine weinende Enzyklopädie. Und was führt Sie zur Santa Cova? Das war von Anfang an Pearls Idee. Seit diesem unseligen Autounfall zu Hause durchforstet sie diese Pilgerprospekte. Voller Wunder und lebensverändernder Symbolik sollte es sein. Sühnepotenzial musste es haben. Sollte eine echte spirituelle Erfahrung sein. Nun, ich bin sicher, das hier wird sehr spirituell, wenn es fertig ist. Wenn die Kapelle nicht ihren Vorstellungen entspricht, wie wär's mit dem Kloster? Grundgütiger, das ist was für Touristen, nicht für Pilger. Sie sagten, sie hoffe auf eine spirituelle Erfahrung? Das hatte der Prospekt versprochen. Ja, für Wallfahrten, kleine Mönchlein, Gesang, Lichtstrahlen, das ganze Programm halt. Weihrauch, Glockengeläut und himmlisches Licht. Genau, das ist es, was die Gute wollte. Oh, die ist fertig, die Frau. Verzeihung, Pearl braucht mich. Na, na, Liebes. Pearl wüsste sicher eine Menge über die Kapelle zu erzählen. Wenn wir sie nur aufheitern könnten. Du machst das schon. Hier, ein Terpentin.
Ein Terpentin. Terpentin, nimm mal mit.